dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Genial daneben. Wir werden viel Spaß haben heute. Und ich hoffe, dass Sie auch viel Geld kriegen. Viele Einsendungen sind gekommen. Und ein paar von Ihnen werden sich heute Abend freuen und werden sagen, ey, das ist ja meine Frage. Und heute wieder zwei Damen bei uns zu Gast. Ich bin nämlich Heller von Sinn. Lass dir das nicht bieten, Guido. Ich bin doch gar nicht gemein. Der Guido blonde Haare hat. Das ja. Was? Nix. Nein. Aber also, es stimmt, die Brille macht sie etwas femininer, Herr Baller. Ist doch wahr. Ja. Sehr schönes Modell. Sie haben gewusst, worauf ich anspreche. Natürlich. Er kann aber auch alles tragen. Ist ein Pastelltyp. Ich freue mich auch sehr, dass Barbara heute wieder dabei ist. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass wir so viele persönliche Dinge miteinander austauschen. Ja, das ist sehr schön. Ich freue mich. Herr Hoeker, Sie halten sich bitte heute zurück. Ja, gern. Ja? Nicht wieder so vorlaut sein. Um was geht's? Um zum Beispiel Ines Rieder aus München. Kennt jemand Ines Rieder? Noch nicht. Jetzt aber gleich. Ines möchte wissen, was ist die Kahn-Stellung? K-A-H-N wie euer. Kannst du mal sagen, warum du uns das fragst? Das musst du die Verena fragen. Nicht uns. Heißt die Verena gerade noch? Es gibt so viele Kahn-Stellungen. Die und die. Oh Gott! Ach so. Oh, oh. Das ist auch sehr schön. Oh Gott. Ich bin auch die Kahn-Stellung. Ich bin auch die Kahn-Stellung. Geht mal schnell ran mit der Kamera. Schnell ran. 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 Das ist die Kahnstelle. Man muss die Bälle festhalten. Das ist die Kahnstelle. Das passt. Ja. Also, okay. So, weiter und weiter. Also, ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit unserem Torwart Nummer 1 zu tun hat, sondern vielleicht mit einem Kahn, einem kleinen Bötchen. Wir sind an einem Pier und vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie man diese Pümpel da am Kai einstellt oder Seile, mit denen man Bötchen oder große Yachten befestigt. Die Kahnstellung ist vielleicht die, dass mehrere Dinge nebeneinander stehen und trotzdem benutzt werden dürfen. Weil zum Beispiel mein Urlaub letztens auf dem Eiselmeer, wir sind mit einem Segelboot gefahren und haben dort in den Häfen die Segelboote nebeneinander gelegt und wenn man aus dem Äußersten war, durfte man... Also das sind so viele Sachen, die ich nicht glaube. Wozu braucht der ein Segelboot? Ist K-A-H-N mit Punkten dazwischen? Du bist ja wieder super vorbereitet. Mit Punkten dazwischen? Ja. Ich glaube, die Kahnstellung ist etwas, was die Form eines Kahnes hat. Wie zum Beispiel die Stellung, in der die Vögel in den Süden ziehen. Das ist richtig soweit. Was? Könntest du mich schnell wiederholen? Wiederhole mich! Herr Baller, tu mal her. Ist das jetzt eine Finte oder stimmt es wirklich? Das ist richtig soweit, dass es die Form eines Kahnes hat. Aber was? Ach so, aber nicht die Vögelchen. Nein. Wir sind nicht im Zirkus. Das Problem ist ja, dass Bernhard sich jetzt nicht mehr erinnern kann, was er gerade gesagt hat. Und ich habe nur gehört, Kahn, Stellung, Vögel. Und ich kriege... Aber ich bin gerade im Skifahren gerade angekommen und es gibt natürlich den Schneeflug, der einfach nur irgendwie so genannt wird, damit auch der gemeine Holländer wahrscheinlich dann versteht, was der deutsche Skilehrer oder österreichische Skilehrer meint. In Wirklichkeit geht aber ein Kahn ja vorne so spitz zu und ich glaube, der Schneeflug heißt in der richtigen Formulierung Kahnstellung und das ist beim Skifahren. Ich glaube, dass es ist, wenn Staatsbesuch kommt und die Karossen fahren geradeaus und dann fahren doch die Motorräder, eskortieren kahnförmig eine Eskorte. Zwei vorne weg. Finde ich gut. Ist gut. Sehr gut. So, dabei bleiben wir. Georg? Ich finde, so ein Kahn ist oval. Ja? Was? Ein Kahn ist doch eher oval, oder nicht? Hinten, Mitte. So. Spitz zulaufen vorne, aber oval. Es ist nicht Oliver Kahn, es ist nicht Aga Kahn, es ist der Kahn wie das Boot. Ja? Kahn. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo diese Stellung benutzt wird. Wir hatten Vögel, wir hatten Eskorte und ich glaube, es ist beides nicht. Da fehlt aber noch was. Gibt es noch was außer Vögeln und Eskorten? Es gibt aber auch das. Gut, man könnte das kombinieren, ne? Ja. In der Eskorte Vögel. Aber was ist denn mit. Ich bin jetzt schon wieder so weit. Hallo.
albern. Ich denke mal, wir müssen aufpassen, es ist nicht Samstag heute. Es ist ganz früh. Pass mal auf die Kahnstellung, wenn du wirklich das sagst, du hast ja recht mit dem Ovalen. Vielleicht ist die Kahnstellung, vielleicht sind das diese Schneetreter. Es gibt doch diese Treter für hohen Schnee, die man sich unter die Schuhe. Ja. Vielleicht ist die Kahnstellung dann wirklich so schön parallel, dass man nicht einbricht im Schnee. Nein. Also Schnee ist schön. Was ist denn vielleicht mit dem Kahnbein, was man hier am Daumen, also in der Hand hat? Das Kahnbein ist ein ganz kleiner Knochen. Und wenn der kaputt geht, dauert das sehr, sehr lange, bis der wieder zusammengewachsen ist. Vielleicht hat das irgendwie mit der Stellung dieses Knochens zu tun. Schumi hat die Kahnstellung. Was guckst du mich denn die ganze Zeit an und nüggelst an diesem Ding rum? Ich glaube, dass... Aber ich finde das, ist ja relativ einfach herbeigeführt. Das versucht gerade Erich Böhme nach. Ich finde das sehr interessant, Das bringt uns aber nichts. Nein, aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Vielleicht kommt es aus dem, ich glaube, es kommt so aus der Wirtschaftslehre, also in Kaufhäusern, wenn zwei Schlangen, die zu einer Kasse werden, das nennt man ja eigentlich Reißverschlussverfahren, aber das setzt ja voraus, dass es sich in Bewegung befindet und enger wird. Aber in der Kasse geht es aber nicht immer weiter, wenn das stockt. Weil vorne so ein altes Mütterchen sagt, ja, ich zahle in kleinen Teilen. Dann stocken die, bleiben in einer Stellung, kahnförmig, und wenn es lange dauert, saufen die ab. Das finde ich gut, aber ich glaube, das liegt daran, dass die alte Oma, weil die ein bisschen vergessen ist, ihre Kohle vergessen hat. Dann sagt die, ich kann nicht bezahlen. Müssen die danach alle sehr lange warten. Deswegen. Ja, genau. Die drehen sich alle um und sagen, kann länger dauern. Ich sage länger dauern. Aber vielleicht sind wir auf dem Frau-Holzweg, weil es nicht nur das ist, dass ein Kahn spitz ist. Gott, ich habe es hier schon so reingeritzt in das Polster. Sondern dass er vielleicht auch zweistöckig ist. Oder hat ein Kahn nicht noch andere Eigenschaften als nicht nur spitz zu sein? Der kann auch flach sein. Der muss nicht hoch sein. Ich glaube, es geht hier um die Grundform. Da sind wir uns doch einig. Ja, zum etwas, Kahn. Was konisch zuläuft. Ja, genau. Etwas, was konisch zuläuft. Vielleicht Messdiener in der Kirche. Beim Sport vielleicht. Messdiener. Der läuft komisch zu. Nein, ja, das ist... Die laufen manchmal rot an, aber... Ja, aber... Nee, das ist, das gibt's, wenn man so in einer Prozession geht, dass in der Mitte geht das Kreuz, dann gehen die Akkulutten, Zero Ferrare, Zeremoniale. Das ist ja genau das, was mich so irritiert, dass es ja heißt Stellung. Es heißt ja nicht Kahnform oder Kahnformation. Es heißt eine Stellung. Aber bei Stellung. Also muss es ja etwas sein, was man stellt. Was Knöpfe oder weichen Schienen vielleicht. Es kann ja auch ein Gerät sein. Das ist mal so und mal so, also wie ein Lenkrad oder ein Hebel, sowas in der Art. Da gibt's ja verschiedene Stellungen. Weil es ist eben Stellung und nicht Form. Es ist eine Stellung. Aber eine gute Idee. Sie sagen War das eine gute uns. Idee? Ich sage es so. Danke. Ja. Also, die Kahnstellung. Die sogenannte Kahnstellung kann man bei Gelbbauchunken beobachten. Oh. Auch bei denen. Dass ihr darauf nicht gekommen seid. Also. Komisch. Und zwar immer dann, wenn sich die Gelbbauchunken angegriffen fühlen. Ja. Entschuldigung, Sie haben echt mal Komik selbst. Ja, komm her. Also, in einer bedrohlichen Situation flachen diese Tiere ihren Körper ab, dann machen sie ein extremes Hohlkreuz und strecken Kopf und Extremitäten weit nach oben. Das kenne ich bis dahin. Und so kommt die grellgelbe Färbung der Bauchseite zum Vorschein, die eine abschreckende Wirkung auf die Feinde der Unke hat. Kahnstellung deswegen, weil die Krümmung des Körpers einen Kahn. So ich sag euch ja, es hat nichts mit Konespitze. Es hat damit nichts zu tun. Es hat, Ich kenne das. Das ist wie, wenn man Geschlechtsverkehr hat und der andere hat Hepatitis. Dann reagiert man ja auch nicht. Das kann ich nicht wissen, aber wenn du das sagst, wird es so sein. Ines Rieder aus München, 500 Euro für Sie. Gratuliere. Sehr schön. Wir gehen nach Hessen. Dort gibt es einen schönen Ort, der heißt Stadt Allendorf. Und dort wohnt Willow Stoll. Willow ist ein schöner Vorname. Willow, Willow Wissen. Warum gehen die Menschen in Taipeh seit 2003 schneller über die Straße als zuvor? Weil jetzt in der Stadt anstatt 40 km/h 60 km/h erlaubt sind, die Autos einfach schneller heranrasen, man deswegen ein bisschen den Zahn zulegen muss. Falsch. Na, vielleicht liegt es daran, dass die Ampelschaltung verändert haben. Genau. Taipeh ist ja sehr verfeindet mit China und vielleicht haben sie die Rotphase etwas verkürzt, damit sie nicht. Da müssen sie mal schnell laufen. Sag mal, Taipeh ist die Hauptstadt von Taiwan, oder? Ja. Danke. Es hat was mit den Ampeln zu tun. Ich fände ja das gut, wenn das in Deutschland auch so wäre, dass diese Rotphasen verkürzt werden, zumindest für Rentner. Dann wäre das für uns nicht so schwer. Vielleicht will man die zu erwischen. Die machst du viele Freunde gerade. Machst du gerade viele Freunde. Ja, ja, aber ich muss ja demnächst auch nicht auf einer Kreuzfahrt was erzählen. Ja. Man
muss vielleicht den Zuschauern erklären, dass wir kurz vor der Sendung darüber gesprochen haben, dass Herr Uecker auf einer Kreuzfahrt moderieren wird. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich werde keine Witze darüber machen, aber hier kann ich es ja nochmal sagen. Ja. Wenn Sie also die Ampelschaltung verändert haben, ja, hat es vielleicht auch ein darwinistisches Problem. Also Überbevölkerung in Taipeh, man stellt kürzer auf Rot und man guckt mal, wer es überlebt. Viel besser wäre, gar nicht auf Rot zu stellen. Da ist der Erfolg. Was ist denn mit, da wird doch immer gearbeitet. Die haben sehr wenig Urlaub. Die müssen sehr produktiv da sein. Und dass irgendeiner gesagt hat, aber die warten einfach zu lange. Ja. Statistisch sehen, weil auch so viele Leute da immer an so einer roten Ampel stehen, bis dann der Letzte irgendwie rüber ist. Das geht alles gar nicht. Deswegen müssen die einfach jetzt schneller, weil man 50 Leute in dieser Ampelphase einfach schaffen muss. Und da steht auch einer, so ein staatlich geprüfter Ampelkontrolleur, der sagt, noch zwei rein, zack, zack, zack. Vielleicht haben sie ja gar keine Ampeln mehr. Vielleicht wollen sie ja Strom sparen und verzichten auf Ampeln und haben jetzt Menschen eingesetzt, die Menschen über und die Autos über die Straßen lenken. Und die können vielleicht die Arme nicht so lange hochhalten, weißt du? Die werden müde. Ach so. Aber warum sollen die denn dann schneller gehen als vorher? Naja, ich meine, sagen wir mal, die Schaltung, es hat ja mit Ampeln zu tun, das haben sie ja schon gesagt. Nun ist ja Taipeh auch die Heimat der Gelbbauchunke, weil die da nicht so auffällt. Das heißt, vielleicht ist ja der Weg über die Straße, die müssen sich beeilen, weil halt die nur kürzer grün haben, die Fußgänger. Was? Also es hat mit den Ampeln zu tun. Es hat mit den Ampeln zu tun, ja. Vielleicht ist einfach der Unterschied, wenn die, also normalerweise geht man ja bei grün los, ist dann ungefähr 2,5 Zentimeter auf der Straße und die Ampel springt auf rot um. So, jetzt haben wir ja gelernt damals in der ersten Klasse, man geht dann trotzdem noch über die Straße. Aber normalerweise behalten die Autos ihr Rot. Das ist jetzt da anders, das ist früher grün. Und dann überschneidet sich das und die Schnittmenge geht durch die Fußgänger durch. Verstehen Sie mich? Schau mir in die Augen. Durch. Das Schöne ist, das musst du dem ja auch glauben, weil der geht ja normal nie über eine normale Ampel drüber. Bei der Größe hat der immer einen Schülerlotsen daneben. Ihr liegt ja mit den Ampeln richtig, aber bis jetzt ist trotzdem alles falsch. Also es ist nicht so profan, dass die Ampelschaltungen einfach kürzer sind als vor 2003. Nee. Es gibt weniger Ampeln vielleicht. Nein. Es gibt weniger, also Sie sagten seit 2002, ne? Drei. Seit 2003. Vielleicht kriegen die eine Belohnung, wenn die schneller auf der anderen Seite sind. Also was ist das für eine Belohnung? Ja, weiß ich nicht. Ein Schüsselchen Reis oder so. Vielleicht gibt oder es da jetzt irgendwie so eine Knolle? Kinderüberraschung. Warum? Gibt es vielleicht ein Knöllchen oder was? Gerade was der Bernhard gesagt hat. Genau. Wenn man nicht in dieser Grünphase drüben ist, hast du ja heute gesagt, das ist total ausgeufert, weil so viele Leute immer darüber, gerade noch bei Grün angefangen haben zu laufen. Das dauerte dann, bis sie da drüben sind, dass sie gesagt haben, jeder muss Strafe bezahlen, wenn du nicht innerhalb dieser Grünphase drüben bist. Man muss bei Grün ankommen. Genau, das ist wichtig. Nicht losgehen, auch ankommen. Falsch. Ich hab's befürchtet. Haben die vielleicht jetzt in Taipeh schnellere Auto. Krankenwagen bekommen? Was? Ja, la lü la la, Herr Balder. Und die sind jetzt einfach schneller geworden. Die haben ein anderes Modell. Und deswegen gehen die Leute schneller über die Straße? Ja, weil sie so... Ach so. Taipeh. Es gab so viele Jetzt gehen wir doch mal strukturell vor. Es gibt ja nur zwei Gründe. Das eine ist, es ist zu gefährlich, wenn sie nicht schnell genug sind. Das andere ist, es ist nicht rechtens. Also sie kriegen irgendeine Form von... Oder dass die Ampelsignale sind nicht mehr so eindeutig. Die machen da so ein Rätsel draus. Mal ist rot oben, mal ist rot unten. Oder es sind gar nicht rot und grün, sondern es sind Zeichen oder es sind so Rätsel, wo man kennt das ja von Damen- und Herrentoiletten, oft weiß man auch nicht, ist jetzt das Kreuz unten oder der Pfeil oben. Ich gehe mal bei die haben eine ganz für Deutsche, nicht für Holländer. Die haben eine ganz neue Schaltung und zwar normalerweise wird ja immer grün in Fahrtrichtung, also wenn die Autos fahren dürfen, wird auch dann grün. Was die machen, die schalten alle Ampeln gleichzeitig grün. Bis auf die von den Autos. So, und wenn man jetzt quer rüber will, muss man zweimal rüber gehen. Das könnte man schaffen, wenn man sich sehr beeilt. Deshalb gehen die schneller. Ich hab noch eine Idee. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Normalerweise ist ja immer eine Ampelrichtung nur für Fußgänger grün und die Kreuzen sind rot. Die machen das so, die schalten alle Autoampeln auf rot, alle Fußgängerampeln auf grün. Wenn man jetzt will und sich tierisch beeilt, kann man Home Run machen. Es gibt ja Länder, wo die Ampel, bevor sie die Farbe wechselt, von rot nach grün und umgekehrt, blinkt.
Vielleicht haben die das abgeschafft und die erschrecken sich immer so. Denn wenn man es gewohnt ist, dass sie erstmal blinkt und man weiß, oh Gott, ich habe noch ein paar Sekunden, ich muss mich beeilen, weiß man aber. Dann dreht der Taiwaner von wenn heute jetzt, durch. Wenn die jetzt das haben wie hier, dass einfach blob umspringt und die. Oh mein Gott, eine Ampel, die nicht blinkt, ich muss rennen! Das glaubst du sehr. Taipei. Hängt das mit dem Turm zusammen? Höchster Turm der Welt, Taipei 101? Nein, es hängt mit Ampel zusammen, wie ich schon sagte. Hängt das mit Taipei zusammen? Ja, es hängt mit Taipei zusammen. Ich hätte große Lust, das euch zu sagen, weil ihr nicht drauf kommen werdet. Ihr seid zwar nah dran, aber ich... Ich habe schon mal gedacht, vielleicht machen die ein lustiges Fitnessprogramm. Die wollen einfach, dass der Taipeianer oder wie auch immer er heißen mag, der da wohnt, Taipinese. Fitter ist. Der Taipinese. Ich werde es euch sagen. Ja. Ihr werdet nicht drauf kommen. Also, seit 2003 gibt es in Taipei neue Fußgängerampeln. Schaltet die Ampel auf grün, beginnt ein animiertes Ampelmännchen zu laufen. Und das Männchen läuft immer schneller, je näher sich die Grünphase ihrem Ende bewegt. Die Folge, die Fußgänger passen sich mit ihrem Tempo dem grünen Männchen an und sind zum Schluss nur noch am Rennen. Willu Stoll aus Stadt Allendorf, 500 Euro für Sie. Sehr gut, gratuliere Ihnen. Aber das ist so gemein, diese Asiaten, wenn die 90-jährige Frau versucht, da hinterherzukommen. Und da gibt's eine extra Animation mit Stock. So, etiki, etiki. Klack, klack, klack. Ich finde das sehr lustig. Stell mir das hier vor. Ja. Es ist wirklich wahr, man rennt dann automatisch schneller. Ja, und wie ist das für Blinde? Macht es dann dok, 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 wahrscheinlich. Wir werden uns mal erkunden. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Die haben gelacht über den dreckigen Witz. Wir haben über den Witz gelacht. Natürlich. Wir kommen zu Oliver Sehm. Er wohnt in Berlin und Oliver möchte gerne wissen, was ist ein Tränenblech? Ja, ich auch. Ja. Ein Tränenblech? Ein Tränenblech. Das muss irgendwas aus der Dachdeckerei sein. Hundertprozentig. Wenn der Regen nicht schüttet, sondern so tropft wie Tränen. Es wird trotzdem aufgefangen und dann irgendwie abgeleitet durch die Dachrinne nach unten. Ich war auch beim Dach. Ich glaube, Tränenblech ist okay. Selbst jahrelang. Doch. Nee. Doch, guck nochmal nach. Tränenblech. Tränenblech. Ach, das finde ich gut. Ich finde etwas, ein Metall, das Schlagwasser also so abfängt, also das, was sich niederschlägt auf etwas. Ist das was, was Dolly Buster sich ins Gesicht hat operieren lassen? Die hat sich was ins Gesicht operieren lassen? Irgendein, ich meine, guck dir die doch mal an, die muss sich ein Tränenblech operieren haben lassen. Oder irgendwas. Wohin denn? Ja. Da, wo andere einen Sack haben. Also hier. Ich verstehe das. Das ist immer, wenn ich Ihnen sage, weil sie gehen mir auf den Sack, dann bezieht sich das auch immer nur auf meine Tränensäcke. Menschensrhetoriker, so kennen wir sie ja nicht. Ist irgendwas vielleicht passiert? Sind wir in einem Laboratorium, wenn Forscher aus Tieraugen Flüssigkeit pressen und es dann auffangen mit einem kleinen Blech, um es dann unter das Mikroskop zu schieben. Warum sollten die das machen, die Forscher? Das weiß der Georg. Das ist ja. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwas Handwerkliches. Irgendwas, zum Beispiel? Ja, ne, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Ich bin beim Optiker, ihr Lieben. Ich wünschte, ich hätte jetzt einen Knopf im Ohr und jemand würde mir reinsprechen. Aber aber Handwerk finde ich sehr gut. Sowas wie irgendwas, wo mit flüssigem Metall gearbeitet wird und das tropft oder es spritzt etwas bei der Metallverarbeitung. Und das fliegt dann gegen eine Wand und wird dann runter zusammengeführt, damit es sich wieder in einem Bottich sammelt, um weiter und neu verarbeitet zu werden. Ich glaube, bei Verdampfung. Vielleicht ist das eine neue Erfindung für die Küche zum Zwiebelschälen. Das ist vielleicht ein Blech, was man über den Topf legt und unter dem Topf schripp, schrapp, 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 kann man die Zwiebeln verarbeiten und muss dann nicht mehr so weinen. Ich stell's mir gerade so vor, ein Blech kann man ja nicht durchgucken. Klar, dass du dann weinst, weil du deine Finger nicht mehr siehst und da schon. Tränenblech, klack, klack. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Tipp. Ach. Ja. Wir kennen es alle. Danke. Ah, ja. Super. Danke. Oh, super. Gut, da wissen Sie mehr als wir. Wir haben es alle schon mal gesehen. Und wir kennen das alle unter einer anderen Bezeichnung. Nein, wir wissen gar nicht, dass es so heißt. Ach, Tränenblech. Ich habe gerade im Kopf, ich war einmal im Urlaub. Und zwar, ist wahr. Ja, und zwar war, also, da war eine Tür. Und lass über dieser Tür. Du warst segeln in Holland. Nein, im Legoland. Ja, aber da könnte es auch sein. Und zwar, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt mal. Genau. Okay. Die anderen haben ja nur geklatscht, aber der macht. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt. Nee, und zwar an einer Tür.
damit das Wasser, was die Wand herunterläuft, nicht die Tür entlang und dann in die Ritzen reinläuft, gibt es darüber so ein Blech, was so drüber gemacht wird, um den Regen von der Tür weg und dann vor der Tür heruntertropfen zu lassen. Aber das ist das Tränenblech. Vielleicht. Auto! Ich bin auch beim Auto. Aber die Frage ist, warum heißt das Tränen und nicht Tropfenblech? Weil die Tränen mit Ä geschrieben werden und das ist dann international nicht schreibbar auf einer englischen Tastatur, als das erfunden wurde. Also spricht das eigentlich dafür, und ich dass das Tropfenblech reicht als Argument durch. Ja, aber das ist, sollte man überlegen. Träne, Tropfen. Tränenblech. Auto. Und es ist aber kein Slang-Ausdruck. Nein. Ich Auto. Bin auch beim Auto. Wir sind beim Auto. Wo Auto? Spritzschutz. Wo Auto? Spritzschutz. Wo Spritzschutz? Hinten. Kotflügel. Vespa. Warum hinten? Weil es hinten nicht? Sonst raus, so was man, da wo die Reifen sind, damit der Hintermann nicht so voll gesüdelt wird. Heißt also, der, ganz an der Seite. Kurze Zwischenfrage. Hinten. Hinten, unten. Ja. Hinten, unten. Warum? Wo sind denn die Reifen bei Ihrem Auto? Oben? Hinten, unten. Ich glaube, das ist sowas wie sagt man denn beim Fahrrad? Das ein Schutzblech. Ein Schutzflügel. Das ist einfach ein Kotflügel am Auto. Heißt das der ist Tränenblech. Das macht ja dann auch Sinn. Weil Tränenblech hat nichts mit Tränen zu tun und beim Kotflügel kackt ja auch keiner vorne drauf. Ja. Macht Sinn, oh. Ja. Ja, die sind so bildhaft. Weißt du, so, vielleicht gibt es da dann irgendwann mal auch noch mal so ein. Ja, weiß ich nicht, erbrochenen Reifen oder so. Sind wir denn total falsch? Ja, ja komplett. Ritterrüstungen. Jetzt wird's noch falscher. Ich finde das besonders komisch, als Herr Balder sagte etwas, was wir alle kennen, und Herr Holker sagte Ritterrüstung. Ich glaube, ja, wir kennen doch alle Ritterrüstung. Ich glaube, es ist ein Blech oder irgendeine Vorrichtung in der Tat in der Öffentlichkeit, damit den Leuten die Augen nicht tränen, weil es zu zugig ist. Glaubst du? Die Frage ist jetzt nur, wo, wenn er sagt, wir kennen das alle. Wenn ich im Zug sitze, am Fenster, tränt mir am nächsten Tag genau dieses Auge, was dem Fenster zugewandt war. Kennst du das? Vielleicht sind es die kleinen Lamellen, die Klimaanlage Ich habe, ganz genau, ich habe nämlich in der Elsa, in der Klimaanlage immer das Problem. Es ist in der Klimaanlage im Auto diese kleinen Kippdinger. Warum heißt das das Tränenblech? Weil man die Bleche so kippen kann, damit an die Augen nicht tränen. Genau. Falsch. Die Frage ist, benutzt man es, um etwas Tränenartiges aufzufangen? Soll es die Tränen verhindern? Das oder, ist die Frage. Soll es aus wie eine Träne? Ja, das könnte auch sein. Ah ja, aber Träne sieht auch aus wie ein kugelförmiges. Aber da könnte es auch wieder Tropfenblech heißen. Was ist das? Was macht das? Was tränt? Was tränt? Was macht die Welt Vielleicht so traurig? Vielleicht ist es eine spezielle Art von Kuchenblech, was zur Weihnachtszeit benutzt wird und eine Tränenform hat. Um es so Sternchen genau auszustechen. Und Krapfen sehen ja aus wie Tränen. Und die aus Metall? Tränenblech. Also wenn ich Krapfen backe, die sehen nicht, aus wie Tränen. Aber ich kriege Tränen, wenn ich die sehe, wie sie aussehen. Ich glaube, ich sag's euch. Also, ihr wisst es nicht. Tränenblech nennt man, ich hab's hier, ein rutschfestes Aluminiumblech, das zum Beispiel für Ladeflächen von LKW oder für Treppen verwendet wird. An der Oberfläche, dieses Blech sieht man ellipsenförmige Erhebungen. Stimmt. Die sehen aus wie Tränen, deswegen sagt er. Die sehen nicht aus wie Tränen, da bin ich aber eher wieder in der Kahnstellung bei dem. Auf jeden Fall heißt dieses Ding im Fachjargon Tränen. Ja. Sind wir uns da einig? Es sieht aber nicht aus wie Tränen. Sind wir uns da auch einig? Nein, meine Tränen sehen so aus. Oliver Sehm aus Berlin, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen, sehr schön. So, ihr Lieben, jetzt sind wir mal in der Eifel. Ja. Wollen wir in die Eifel gehen? Also ich glaube, Mechernich liegt in der Eifel. In der Eifel. Ja. Mechernich. Sehr schön. Ingrid Gratzel-Klein kommt aus Mechernich, ist aber heute hier. Ingrid, wo sind Sie? Da. Ingrid, direkt hinter mir. Gut, Ingrid, Sie haben eine wunderschöne Frage. Ich hoffe, Sie kriegen 500 Euro. Ingrid möchte gerne wissen, was ist ein Knallzeuge? Knallzeugel? Ja, Knallzeuge. Ja. Ich weiß es, natürlich weißt du es. Knallzeuge. Ein Knallzeuge. Wie wäre es denn mit Duellieren früher? Die mussten sich doch duellieren. Der Sekundant. Ja. Und die mussten am Ende bezeugen, dass es wirklich geknallt hat, dass sie nicht so tun konnten, als ob. Vielleicht. Falsch. Vielleicht hat es auch mit Erotik zu tun. Also, wenn man einen Dreier macht, ist der Dritte ja Knallzeuge. Sie läuft rot an, wir sind nah dran, glaube ich. Ich war gestern Knallzeuge. Das könnte natürlich sein, weil Eifel. Ja. Was willst du da sagen? Gut, dann bin ich in der Herstellung von Reifen. Also Reifen müssen ja getestet werden und sie müssen ein gewisses Atü haben.
bis die knallen oder eben nicht knallen. Das ist also jemand in so einem grauen Kittelchen, der bei Goodyear oder Pirelli sitzt und Reifen und bezeugt, wann der Reifen zu oft, zu hart aufgeblasen ist oder zu viel, dass der an Knallen kommt. Muss ja ein toller Job sein. Ja, weil, und weil der so viel Druck beim Pusten erzeugt, ist der impotent und kann nicht mehr zeugen. Ich glaube eher, es sind Kinderspielzeuge. Und zwar habe ich das mal im Urlaub gesehen. Und zwar diese kleinen Plastikfrösche, wenn man die zusammendrückt, dann machen die... Wie machen die? Das sind Knallfrösche, Herr Hoeker. Nee, die Knallfrösche machen... Nee, diese Metall... Kennt ihr diese Metalldinger. Ja, diese Metalldinger. Die haben eigentlich nicht Spielzeuge, sondern Knallzeuge. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist Zeuge ein altertümliches Wort für Zeug und hat gar nichts mit etwas bezeugen oder dabei sein zu tun. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht sind es auch aufgeklärte Menschen, die einfach die Zeugen Jehovas so ein bisschen komisch finden und die haben den Knall. Und die sagen heute immer wieder Zeugenknall. Genau, die mal schön auf die haben halt auch einen Knall. Dass auf du dann die Fresse hauen. Ja, wenn Zeugenknall. Wenn hingehst, was machen wir denn? Oh, in der Eifel, warum bist du langweilig? Wir gehen jetzt mal nach Köln, da steht so einer mit so einem Wachturm in der Hand und haust jemanden links und sag mal richtig um die Ohren. Ja, dann will wohl wieder ein Knallzeuge. Also, das wird's alles was mit Peitschenherstellung zu tun? Peitschenherstellung. Wo sind Sie denn jetzt wieder? Ich bin in der Peitschenherstellung. Knallen mit einer Peitsche. Was? Wo knallt warum es? Zeuge wo? Dann? Ja, eben. Knall wäre wenn ja dann Sie jetzt einfach gesagt hätten, ja, es hat etwas mit Peitschen zu tun, dann würden wir weiter darüber gut, nachdenken. Ja, es hat nichts mit Peitschen zu tun. Danke. Was gibt es denn? Ich glaube, es ist ein Teil eines größeren Gesamtproduktes, was einen knallenden... Wie wäre es mit Überschall? Ich glaube, es ist überhaupt kein Produkt. Wie wäre es mit Flugzeugen, Überschall? Ach, also ich bin erstmal beim Knallen. Ach, Flugzeuge, Knallzeuge. Ja, also ich bin erstmal bei diesem Knallgeräusch und frage mich dann, was ein Zeuge damit zu tun haben könnte. Vielleicht ist es ja völliger Blödsinn. Vielleicht ist es ja gar kein Produkt, vielleicht ist es ja wirklich ein Mensch. Eine Person. Eine Person. Also zum Beispiel, wenn wir von der Jurisprudenz sprechen, vor Gericht... Gibt es ja Zeugen. Jetzt fragt man sich, was ist ein Knallzeuge vor Gericht? Und ich möchte sofort Barbara Salisch anrufen. Einer, der einen Blechschaden beobachtet hat? Oder? Ja, das wäre doch. Vielleicht ein Unfallbeobachter, den man dann. Das ist ein Knallzeuge, natürlich. Wenn es hinten kracht, gibt es vorne Geld. Klar, einer hat draußen gestanden, sagt wunderbar, zu langsam, zu schnell gefahren. Wie meinen? Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. So. Ein Ohrenzeuge, einer, der es nicht gesehen hat, aber den Knall gehört hat. Ah, jemand, den. Genau. Doch, das stimmt. Es gibt also, ja auch einen. Der sagen kann. Wann er wie was gehört hat oder wie laut das war oder keine Ahnung. Aber hat es nicht gesehen. Genau, er hat den Unfall nur gehört und nicht gesehen. Und wenn es gebrannt hätte, wäre es ein Feuerzeuge. Wir wollen aber beim Knallzeugen bleiben. Also, ihr seid ziemlich nah dran, aber so kann ich es noch nicht gelten. Also es gibt noch eine Möglichkeit. Man ist im Auto und hat überhaupt... Es geht um den klassischen Auffahrunfall. Ja. Nehmen wir mal an. Oder zum Beispiel, es kann ja am Ende auch ein Einbruch sein. Okay, also, ja, passiert. Ja. Und der Zeuge ist ja nun offensichtlich nicht beteiligt, sondern Zeuge. Der hat diesen Knall aber gehört. Kann ihn nicht orten, kann ihn nicht einordnen. Nein. Er sagt nur, dass es ihn gab. Er hat ihn gehört. Nein. So kann ich das nicht gelten lassen. Er hat ihn also doch auch gesehen und er hat gehört. Den Knall gesehen? Er hat ihn nur gesehen, nicht gehört, den Knall. Also der hat den Unfall, er hat den Unfall schon gesehen, so kann ich das aber nicht gehört. So kann ich es nicht gelten lassen. Ihr seid ganz nah dran, aber dann wird Ingrid mit Recht böse. Vielleicht ist das derjenige, der auf dessen Auto aufgefahren wurde. Und der wird aber trotzdem verhört und deswegen, weil es bei dem geknallt hat, ist das der Knallzeuge. Nein. Vielleicht ist das der, der dem anderen draufgefahren ist. Nein. Weil da hat es ja geknallt und hat ihn gesehen. Es ist prinzipiell jeder Zeuge, der einen Unfall im Straßenverkehr beobachtet hat, weil es da auf jeden Fall geknallt hat. Egal, ob er ihn gesehen oder gehört hat. Nein. Also ist denn Knall ein Synonym für Unfall? Ist das denn? Für Geräusch. Ja. Für Geräusch. Für Geräusch. Der kann ein Geräusch... Er kann nur bestätigen, dass es ein Geräusch gegeben hat, weiß aber nicht warum, wieso, weshalb und wann. Das hat er eben schon gesagt. Die Reihenfolge der Geräusche könnte vielleicht... Völlig egal sein. Ich muss etwas ganz Bestimmtes hören. Nur dann kann ich es gelten lassen. Sonst, ihr seid ja, es ist ja alles richtig, was ihr sagt. Der Mann ist blind. Der ist blind. Jemand, der blind, ein Zeuge, der nichts Nein. sehen kann. Nein. Er ist taub. Nein. Aber es geht um den Knall. Also nicht einer, der Knallauffall da reinkommt. Nein, blinden, nein, nein. Knaller nein. Und... Es ist nicht entscheidend, ob es nur gesehen oder nur gehört hat, offensichtlich. Da... Er muss ja irgendwas hören, aber die Frage ist ja, das würden wir auch gerne sagen, wenn wir wissen, was. Ich werde es euch sagen und wir gönnen der Ingrid die 500 Euro. Also, ja. Wieder zurück in die stellt euch folgenden Fall vor. Jemand gibt an, dass er einen Unfallhergang genau beobachtet hat. Ja? Jetzt wird er zum Prozess geladen und dort erst kommt heraus, dass der Zeuge
von dem Unfall überhaupt erst etwas mitbekommen hat, nachdem es geknallt hat. Das heißt, danach hat er sich umgedreht. Also im Nachhinein kam es ihm aber so vor, als ob er den Unfallhergang tatsächlich gesehen hat. In diesem Fall spricht der Jurist im Fachjargon von diesem Zeugen als Knallzeugen. Okay. Keine Zweifel für die Eifel. Ingrid, 500 Euro. Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, eben 500 Euro bar auf die Hand. Sie können die auch haben, die 500 Euro. Schicken Sie uns einfach Fragen ein. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie können anrufen 01378 101120 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir kommen mal zu Pierre Fricke. Er wohnt in Niedersachs-Werfen. Das liegt in Thüringen. Und Pierre Fricke hat eine sehr schöne Frage. Er möchte wissen, warum haben Riesenschildkröten kleine Haken an ihren Flossen? Zum Einkaufen. Nee, die sind um ganz, die Tüten dran zu hängen. Die sind ganz raffiniert. Also wenn die eine Gelbbauchunke treffen und die sich umdreht, dann haken die sich ein und sagen, du kannst mich mal mit deinem gelben Bauch. Also ich glaube, das wird helfen, um sich an Land fortzubewegen. Wenn die auf Sand sind zur Eiablage, können die sonst nicht so gut vorarbeiten. Deswegen sind so kleine Haken und deswegen ziehen sie sich damit nach vorne. Die Riesenschildkröten, die werden ja sehr, sehr, sehr alt. Vielleicht ist das bei denen so wie bei den Bäumen. Die Rinden, die sagen, wie alt die Bäume sind, ist das vielleicht Zeig bei mir deine Haken und ich sag dir, wie alt du bist. So. Ich glaube, die brauchen das. Ich finde das mit dem Meer gar nicht so dumm. Die müssen ja mal an Land und wieder rein. Und damit die vom Meerwasser nicht immer wieder zurückgespült werden, haken die sich sozusagen fest am Boden. In den Felsen? In den Felsen oder in den Sand, wo sie kriechen. Und dann bleiben die da so dran hängen. Und dumm ist dann nur, wenn gleichzeitig sie an einem Felsen festhängen und gleichzeitig mit der Welle der gesamte Sand weggespült wird. Weil dann hängen die nämlich so da oben in der Luft. Und wenn sie runterfallen, sind sie super. Schon mal gesehen? Ja, im Urlaub letztens. Mit Trempern zu tun. Wir hatten ja neulich auch mal den Kriechwinker, der ja getrampt ist von einem Kuhfladen zum anderen Kuhfladen. Vielleicht ist im Meer und die Riesenschildkröten, die werden bestimmt auch viele Kilometer zurücklegen im Meer, vielleicht gibt es da auch kleine Tremper. Es gibt ja immer Putzerfische oder irgendwas, was sich an so einem Tier so festklabustert. Und vielleicht sind die, wie die so Häkchen... Haltegriffe im Bus? Ja, genau. Da sind also das kleine Krabben oder irgendwas, was so kreucht und fleucht sich daran festhält. Und dann können die schön mitfahren. Also ich könnte euch einen Tipp geben, aber ich tue es nicht, weil es euch vielleicht zu sehr helfen würde. Und dann wäre Pierre böse. Deswegen vielleicht braucht er ihn für private Vergnügung. Ihn? Es Welche? Sind mehrere Haken. Du denkst schon wieder an einen großen, großen Haken, der nach also oben steht und... Würde der Tipp in die Richtung gegangen sein, dass diese Haken nicht immer da sind, sondern nur zu bestimmten Zeiten? Nein. Also wo hat der die überhaupt? An den Flossen. Vielleicht braucht man die wirklich für die Vermehrung. Alle Flossen Inwiefern? Haben sich dran, weil der sich da irgendwo beim Sex festhält. Am Panzer des Partners, das ist gut. Also, Moment. Riesenschildkröten haben kleine Haken, und zwar nur Männchen, weil sie sich damit beim Weibchen am Panzer festhalten, beim Akt, sonst würden sie nämlich runter. Sehr gut. Richtige Antwort. Hätte euch sagen können, dass es nur die Männchen sind, aber dann hättet ihr drauf kommen können. Es ist tatsächlich wahr, weil die wären ja sonst... würden dem Weibchen praktisch glatt den Buckel runterrutschen. Pierre, es tut mir leid, diesmal war es nicht der Streber, diesmal war es Herr Oecker. Pierre, nicht böse sein. Ja. Jan Schmidt kommt aus Hameln. Hameln liegt in Niedersachsen, wissen wir alle. Und er möchte wissen, eine Kussmaulatmung. Was versteht man darunter? Das ist ein Karpfen. Ja, das ist doch klar. Der Karpfen an sich... Das sieht doch immer aus wie Küsse. Also wir sind bei den Fischen und das sind in dem Fall speziell Karpfen, die so atmen. Erste Hilfe, Mund zu Mund beatmen. Man legt den Mund komplett über den Mund des Opfers und deswegen wird dann beatmet. Deswegen ist das eine Kussmaulatmung. Aber nur wenn man kurz vorher denkt, boah, riecht der aus dem Maul. Und dann... Ich glaube, es kommt bei der... Ist das so oder was? Nein, ist nicht so. Sauerstoffunterversorgung. Ja, hock die Ei.
Sehr schön, Barbara. Sehr hübsch, Barbara. Wie lange hast du das denn schon? Nee, klasse. Schon länger, aber jetzt geht's raus. Brauchst du den Kiefer auch, um dich bei der Paarung einzuhaken? Nein, ich habe Haken. Kussmaulatmung. Da wäre ich durchaus dafür, dass es eine Nasenatmung ist, weil wenn man jetzt von dem kleinen, süßen Küsschen ausgeht, ist der Mund ja zu. Also kann man dann nur durch die Nase atmen. Wir müssen erstmal überlegen, was ist ein Kussmaul? Ja, ich glaube, das gibt's. Was ist ein Kussmaul? Ja, das ist die Frage, wie ihr jetzt küsst. Ich zeig das nicht! Ich zeig das nicht! Hugo, die Antwort! Ich muss mal was klarstellen. Ich bin nicht scharf auf Bernhard. Ich dachte nur, es gibt mir eine Inspiration. Aber auch das nicht. Nee, es war ein schreiender Zwerg. So ja, natürlich. Ich glaube, das ist die Kussmaulatmung. Hat man, wenn einem ein schwerer Gegenstand auf den Fuß fällt. Ich glaube, es ist, wenn man Sauerstoff über- oder unterversorgt ist, macht so. Hallo beim Joggen. Urlaub, Schnorcheln. Hat man den Schnorchel drin, atmet nur durch den Mund, weil Nase wäre schlecht. Und dann hat man so wie alles so wieder aufgespritzte Lippen. Und das ist dann die Kussmaulatmung beim Schnorcheln. Alles falsch. Ah, genau. Aufgespritzte Lippen. Das macht ja vielleicht gar nicht der Mensch. Der Mensch macht keine Kussmaulatmung. Doch. Doch. Ja. Ich will heute viele Fragen durchkriegen, deswegen sage ich es euch jetzt. Ihr werdet nicht drauf kommen. Ihr seid ganz, ganz weit weg. Ja. Kussmaulatmung. Bei erhöhtem Blutzucker kann es im Extremfall zu einer Übersäuerung des Blutes kommen. Dieses Missverhältnis versucht der Organismus automatisch auszugleichen, indem er durch verstärkte Atmung mehr Kohlendioxid produziert, was den überhöhten Säurewert absenkt. Betroffene neigen dann zu sehr tiefen, langsamen und geräuschvollen Atemzügen. Dieses Phänomen, benannt nach dem Internisten Adolf Kussmaul, oh nein, wird als Kussmaulatmung bezeichnet. Jan Schmidt, 500 Euro. Ja. Sven Nöldner wohnt in Nittenau. Liegt in Bayern. Warum wird im Londoner Wissenschaftsmuseum, möchte er wissen, ausdrücklich aufgefordert, die Toiletten aufzusuchen? Weil dort die erste Wasserklospülung der Welt zu sehen ist. Weil das nämlich in England erfunden wurde. WC, genau. Water Closet. Ich dachte mal, es heißt Waldkapelle. Sollte das jetzt ein Scherz sein? Ja, stimmt nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Eine kleine Information. Alle Besucher werden durch Schilder aufgefordert, das Museum nicht zu verlassen, ohne vorher die Toiletten aufgesucht zu haben. Dort ist die Kasse. Dort ist die Garderobe. Auf dem Klo? Ja. Die Kasse. Wieso nicht? Wenig Raum, viel Platz für Ausstellungsobjekte. Gut, aber da auf dieser Toilette, also weil diese die soll Toilette... Ja, also die soll ja da nicht hingehen. Es sind aber nicht die normalen, herkömmlichen Besuchertoiletten, sondern es ist eine sehr spezielle, historische oder sehr pfiffige Toilette. Genau, Wissenschaftsmuseum. Es ist etwas Neues dort in Betrieb. Hallo? Ja. In Betrieb, Gedanke. In die Betrieb erste Toilette, die mit Zentrifugalkraft funktioniert. Da legt man sich rein, wird gedreht und muss nicht mehr drücken. Wir sprachen davon, dass es sehr innovativ ist und sehr besonders, sehr speziell. Da geht ein Handy. Das ist aber ein schönes Handygeräusch. Oh. Schöne Grüße. Bravo. Mama, ich kann es nicht. Ich kann nicht. Ich bin gerade im Fernsehen. Und es geht um meine Toilette. Es geht nicht. Schön ist, du denkst, die Leute lachen über uns. Die haben alle das Vibrationsakku in der Tasche an, weißt du? Genau. Es kann ja sein. Entweder ist diese Toilette sehr innovativ, oder das Gegenteil, dass sie den Leuten zeigen wollen, was du gesagt hast, wie viel Wasser wir da verbrauchen. Nein. Ökologische Katastrophe. Nein. Und die haben da nochmal so einen altmodischen Donnerbalken. Ich glaube, dass die Toilette nichts mit dem, die Toilette an sich ist kein Ausstellungsstück, sondern auf der Toilette befindet sich irgendwas, was die Leute kaufen sollen. Nein. Was willst du denn auf der Toilette kaufen? Poster. Poster auf der Toilette. Vielleicht wollten die damit die Blaufärbung erklären. Da war doch das, was man Urin früher im alten Rom sammelte. Und vielleicht macht man das danach, dass man das irgendwie sammelt. Und man darf da in so gemeinschaftlich als... Das ist nicht lecker, Herr Hohecker, das glaube ich nicht. Damit haben die früher ihr Geld verdient. Ich habe es auch nicht verstanden, wer sammelt wen, warum. Wir haben früher Urin gesammelt, um irgendwas zu machen im Mittelalter. Ja, im Mittelalter, wir sind ja... Ja, nein. Vielleicht erinnern? Nein. Ich hab's doch nur versucht. Ja, ja. Vielleicht wird da einfach eine Statistik oder was erhoben. Ganz spontan was. Vielleicht
vielleicht wird da auch eine Statistik erhoben, da sind 500 Leute, die an einem Tag durchs Museum gehen, wie viel Urin wird da gesammelt und dann wird einfach ein Durchschnitt gemacht, der Londoner pinkelt im Jahr so und so viel Liter und da wird irgendeine Hochrechnung. Das können sie auch woanders machen, wir sind gerade im Museum. Die machen es aber im Museum. Warum denn? Ja, weil das ist der Urin von Intellektuellen und der ist eben bevorzugt. Aber es hat nichts mit den Toiletten im Sinne von, also dem Toilettengang hat es nichts zu tun. Es hat etwas mit etwas Kuriosem zu tun, was die Besucher sich nicht entgehen lassen sollen. Nein. Nee. Es hat wirklich was mit dem... Ganz normal. Nee, nein. Die Ausgangstür. Das Museum wäre für Sie eine Goldgrube, Frau von. Groß oder klein? Egal. Eher groß. Na, vielleicht finanziert sich das ganze Museum auch darüber, dass die Leute da, wenn sie da ihr Geschäft machen, einfach mal ein bisschen Geld abdrücken müssen. Nein. Ah, vielleicht gibt es überhaupt nur diese eine Toilette ganz am Eingang. Und wenn man da einmal ganz hinten drin ist. Hab ich doch vorhin, das war es doch nicht. Ja, ich wollte nur noch mal, weil vielleicht kann er sich ja nicht mehr dran erinnern. Vielleicht muss man durch die Toilette raus und... Ja, aber das ist... Vielleicht haben die denn da was... Also ich glaube, er hat schon 100 Mal Nein gesagt, aber ich kann mich nicht davon lösen, dass sie da was Neues erfunden haben. Wie der Japaner an sich, der doch letztens auch kein Wasser, kein Papier mehr benutzt, sondern jetzt mit Wasser und Gebläse, weißt du? Ja. Trockenheit. Vielleicht ist draußen keine Toilette und die Leute, normalerweise gehen die immer raus, so wie beim... Ja, aber es geht doch um groß, hat er gesagt. Ja, eher, ja. Eher groß als klein. Bitte was? Sie haben das detailliert? Auf eine Befragung hin habe ich ordnungsgemäß geantwortet. Ja. Also es ist keine Sensation dort zu beobachten. Es ist nicht das britische Gegenstück zum Günzburger Erschle. Nein. Es ist, aber weißt du, wie viele Leute in so ein Wissenschaftsmuseum jeden Tag gehen? Aber weißt, was da an diesen Toiletten in der Bude ist? Anders? Jeder... Entschuldigung. Warst du schon mal im Museum groß machen? Ich mache überall groß. Auch ohne Toilette? Wenn ich mal in einem Museum bin, warum nicht? Hauptsache, ich bin nicht im Dschungel. Herr Bein. Obwohl das den Kollegen von der Lindenstraße egal ist, egal wo der hinmacht, hat er immer eine Herrentoilette. Herr Beider, also es gibt da auch keine goldenen oder diamantbesetzten Wasserhähne. Nee. Es gibt da nichts zu begutachten, sondern die Menschen sollen wirklich ihr Geschäft verrichten, damit das Wissenschaftsmuseum, am Ende die Experimente benutzt, vielleicht man weiß, wie es ist, für etwas anderes. Ich weiß es. Warst du schon mal auf einer Veranstaltung und wenn du reinkommst, wirst du fotografiert und wenn du rausgehst, kannst du dein Foto kaufen. Wenn du da... Nein! Kannst du ein Foto davon ich höre oder direkt eine Tupperdose. Das kann ich hören. Nein, oder das die analysieren anhand deine Stuhl. Also, Herr Beider, das Wissenschaftsmuseum in London sammelt... Kacke. Die Kacke der Besucher für bestimmte Zwecke, für Forschungszwecke? Wie gesund die sind, wie die Schadstoffe in der Luft sind, weil das ist vielleicht da drin, kann man das finden. Die sammeln anonymen Code. Und schicken ihn nach Japan und verkaufen ihn dafür viel Geld. Ich sag's euch. Kannst du bitte lösen? Na, ja, jetzt bitte wo wir wieder nah dran sind, ne? Sind wir doch, sind wir einigermaßen nah dran? Vielleicht benutzen die das. Man kann daraus auch Strom gewinnen. Vielleicht generiert sich das ganze Museum über Exkremente. Richtige Antwort von dir. Wo wir kurz vor der Lösung sind, wollen Sie es wieder also sagen. Also Sven, es tut mir leid, ich werde es euch mal erklären, warum und wieso. Sehr gerne, Herr Bein. Schuld ist ein Wahlversprechen des Londoner Bürgermeisters Livingston. Er ging auf Stimmenfang mit der Zusage, im Falle seines Sieges würden alle staatlichen Museen in London keinen Eintritt mehr verlangen. Livingston hat die Wahl gewonnen und hielt Wort. Folge, seitdem herrscht noch mehr Andrang in den Londoner Museen. Die Betriebskosten, speziell die Stromkosten, schnellten in die Höhe. Und die Lösung hat nun zumindest für das Wissenschaftsministerium Museumsleiter John Tucker gefunden. Er will die Fäkalien sämtlicher 14 Museumstoiletten sammeln und in einem Mini-Kraftwerk verfeuern. Die Wissenschaftler nennt das Umwandlung biologischer Brennstoffe in Elektrizität. Deshalb werden die Besucher des Museums ausdrücklich aufgefordert, ihre Exkremente einem guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Das wie ist schön. Wahr. Und das ist richtig beantwortet. Ja, aber die sollten heller einfliegen, weil die würde den ganzen Tag da sitzen. Habe ich auch gedacht. Brauchen Sie nur. Das wäre praktisch ein Atomkraftwerk.
Das war sehr schön, das war auch wieder sehr interessant heute. Und wir haben viel Geld unter die Leute gebracht, ja? Herzlichen Dank dafür, sehr gut. Wenn mit Scheiße so Gutes tun. Ja, Scheiße. Da sind wir wieder beim Thema. Morgen gibt es eine neue Genial daneben. Morgen unter anderem dabei Ingo Oschmann, Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Das war Genial daneben für heute. Wir sehen uns wieder morgen und natürlich auch mit Frau von Sinn und Herrn Hoeker. Das wäre schön. Und mit mir auch. Sie werden es nicht glauben. Tschüss, bis morgen.